Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft 1.18 Roleplay Let's Play. Jo, wir haben das letzte Mal ja nach einem Lavasee gesucht und keinen gefunden. Müssen wir ein bisschen tiefer graben, deshalb habe ich hier Leitern gemacht und vier Truhen für unten. Und ja, ich habe Minimap jetzt installieren können, aber es zeigt in-game nichts an. Also es ist immer noch relativ verbuggt. Schade, dass sie so ewig lange brauchen. Genau, da unten haben wir keinen See. Ah ja, genau, wir haben ja hier runtergebaut, stimmt. Hätte ich da Fallschacht benutzen können. So, jetzt. Das ist auch gut. Haben wir das wieder ab. Jetzt haben wir einen Eimer auch noch. Und jetzt müssen wir einfach das Wasser wieder wegmachen hier. So. Okay. Dann graben wir uns wieder tiefer. Wir brauchen Ebene 51, also minus 51. So, genau. Die Leiter möchte ich aber schon noch machen. Ja, jetzt muss ich hier einfach zugraben. So. Ja. Hier geht's eigentlich gut. Bist du schon in meinem Zimmer gewesen? Nein. Nein, Katz gehen schauen. Was? Katz gehen schauen. Du? Ja, die Gira. Da habe ich gefragt, wo die Gira ist. Bist du im Bett gewesen? Nein, ich bin... Ich war vor dem Fernseher gewesen und ich bin nur dort im... Ja, weil es ist scheinbar erbrochen so gewesen und jetzt sind überall Töpfe vom Erbrochenen. Sehr glücklich. Hm, hast du einen Katz am Boden? Nein. Ah ja, du hast dort etwas am anderen. Ich sehe jetzt gerade am linken. Ja. Yeah. Nein. Hm. Oh, yeah. Kann ich sehen. Okay. Jo. Also, meine Schwester. Ähnlich. Okay. Zoomer. Diese Störungen immer. Hm. Ja, meine Katze will auch immer drin sein. Also. Jo. Eben, es macht mega viel Spaß. Minecraft ist wirklich sehr motivierend wieder geworden durch den neuen Patch. Ja, ist natürlich auch immer ein großes Content-Update. Und deshalb, ja, ich habe mir sehr viel vorgenommen. Ich habe mir so Pläne gemacht, wie das Haus aussehen soll. Wird ein halb japanisches Haus und halb ja, so ein nordländisches Haus. Wenn wir dann sehen, wie es aussieht. Aber ich will natürlich schon rechte Spitzdächer machen. Giebeldächer. Wie sagt man denn? Geschwungene Dächer. Eine Mischung aus allem drum und dran. Ja. Dann sind wir einfach ein bisschen hier im harten tiefen Schiefer. Aber jo, wir benutzen jetzt einfach die Spitzhacke. Naja, bin sicher nicht jemanden. Oder ich werde jetzt mal kurz. Ja, ich werde mal kurz Eisenspitzhacken kraften. Geht zwar dann ein bisschen länger, aber für, haben wir die dann nicht eine kaputte, die ist schon ein bisschen kaputt. Ja. Hier ist dann immer wieder ein bisschen problematisch wegen dem schlechten Haltbarkeitssystem. Wirklich. Schon immer eigentlich viel zu wenig, was die normalen Sachen machen können, halten können. Immer diese Haltbarkeitszwang beim Verzaubern zu kriegen, ja, es gefällt mir nicht so. Jo. Also, deshalb müssen wir ein bisschen sparen. Aber gut, ein bisschen länger mal. Macht auch nichts. Ja, meine Katzen tun immer wieder irgendwas ausstoßen, also das ist nicht Kotze, das ist irgendwie Wasser oder so. Macht mir eigentlich nichts aus, aber meine Schwester muss die ganze Zeit dann wieder sagen, das und das ist nicht gut. Kann der das nicht immer sehen am Boden, so weiß ist, durchsichtig ist. So 51, sehr gut. Dann gleich noch Gravel. Auch abbauen. So, direkt Wasser hin.
Dann haben wir hier den Fallschacht, können auch nach oben wieder. Sehr gut. Was wir jetzt machen, ist eigentlich direkt Strip Mine. Deshalb machen wir hier auch noch kurz die Dinge hin. Schuhe. Können eigentlich gleich zwei machen und hier oben auch wieder auf, damit wir die Truhe öffnen können. Jetzt tun wir einfach mal schon mal ein paar Sachen rein, die wir nicht brauchen. So, wunderbar. Hier strip meinen wir direkt immer hin und her. Hallo. So. Ich finde, ja, so können wir optimal Diamanten suchen. So, mal schauen, wie lange wir brauchen. Ich sage so zwei Wege hin und her. Ich werde es nicht zu weit machen, weil dadurch, ja, haben wir einfach mehr Umfang, oder? Wir müssen Umfang und nicht einfach immer in eine Richtung gehen. Ja. Was ich jetzt noch machen werde, ist hier einfach noch ein bisschen länger machen, damit ich wieder dann zurückfinde. Jetzt müssen wir dann wieder hin und her gehen. Auch noch in die Richtung ein paar Meter. Das reicht. So. Und jetzt sagen wir noch 10 Meter. Und das reicht. Dann haben wir wieder hin und her. Genau. Ja. Das Meinen macht mir wirklich so langsam am wenigsten Spaß in Minecraft. Alles andere macht mir viel mehr Spaß. Keine Ahnung, es liegt einfach an der Dauer, bis man irgendwas findet. Und es ist nicht mehr speziell, ein selteneres Material noch. Oder einfach noch extra Materialien wie Saphir und so. Wäre schon nicht schlecht. Okay. Ich denke, hier zwei, dahinter sind Diamanten, aber jetzt wieder zurückkehren. Also wir machen jetzt eigentlich immer drei. Da, wenn es jetzt mal in der Mitte ist, dass es doch noch gefunden wird, wenn es noch eins links oder rechts ist. Drei. Und ja, immer drei. Oh, wir haben Diamanten. Also einen in jede Richtung. Also einen in einer Richtung und ein bisschen in die andere Richtung haben wir gefunden. So, jetzt brauchen wir aber noch Lava. Okay, hier haben wir scheinbar nichts. Ja. Das war ein ausgiebiger 5. Hatte ich schon lange nicht mehr in der neuen Version, weil da wurden, glaube ich, die Teile ein bisschen reduziert. Die Erzklumpen. Also wie groß die Erze zusammen sind. So. Und nochmals Diamanten. Oh. Hab ich ein Glück. Sweet. Ihr wisst ja, dass es alles seltener wurde. So. Da haben wir schon sehr viel Glück. Wow. Da haben wir 7, hä? Nein, 6, okay. Wir haben nur einen gehabt. In diesem Erz war nur einer. Okay. Aber immerhin 6. So, ich muss irgendwo Lava finden. Wie findet man jetzt am einfachsten Lava in eine Richtung? Graben. Eine Höhle finden. Ich denke, ich tue mal in eine Richtung graben. Und zwar, wenn wir vorne sind, nach rechts. Ja, schade, dass es nicht so häufig hier unten ist, dass es Höhlen gibt. Es gibt eher die großen Schächte, großen Grotten und oh, einen Stollen möchte ich auch noch finden. Einfach damit ich noch ein bisschen Schienen habe, zum, ja, durch eine Minecart-Strecke zu machen. In ein Dorf oder so, damit ich die Dorfbewohner dann hier hinbringen kann. Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Das Dorf ist ja ein bisschen schräg links hinter dem Ozean. Gar nicht mal so weit weg. Einfach in eine andere Richtung. Also, ja. Am linken Ufer entlang. So.
Fackeln auch ausgegangen. Fackeln. Also. So, wunderbar. Ja, wir haben eigentlich Ninjas früher gebaut. Ich würde gerne so eine Art, einfach mit Netherbricks und so noch die Dächer machen, denke ich mal. Es muss nicht mal rot sein, es muss, es kann auch, also es kann auch eine normalen, einroten sein. So, jetzt haben wir einfach kein Wasser. Doch, wir haben Wasser. Oh, jetzt habe ich aber das Wasser zerstört. Mann, Mist. Ich wollte das eigentlich gar nicht dorthin setzen. Okay, da drunten, doch, da drunten ist blauer. Gut, also den können wir abbauen. Und die anderen müssen wir halt einfach, wo hier runter geht, abbauen. Damit sie im Tal, neben dem Inventar landen. Also Ice Bucket Challenge haben wir auch. So, also hier links ist wahrscheinlich Lava jetzt. Okay, wir brauchen 14. Es dauert halt jetzt ein bisschen, sorry. Aber das ist halt Minecraft, das ist so gewollt in Minecraft, dass es ein bisschen dauert. Bei mir haben halt viele Leute auch nicht gerade so ein Einverständnis, wirklich langweiliges zu sehen. Bei Großen machen sie es lieber irgendwie. Keine Ahnung, was die Großen denn eigentlich Magisches an sich haben, damit die Leute nicht so langweilen. Aber bei mir habe ich immer wieder gesehen, die Leute langweilen sich dann. Und ja, ich habe einfach die falschen Leute. Nein, Scherz. Also es ist, ja, einfach wegen dem Famousness, oder? Die Leute tun natürlich den Großen viel mehr helfen, weil sie natürlich viel famer sind. Man ist ja viel mehr Fan zu den Großen und so. Kann ich verstehen. Aber ja, ich bin halt wirklich ganz anders und helfe eigentlich den Kleinen. Also ich helfe nur eigentlich den Kleinen. Die Großen schaue ich eigentlich gar nie. Weil die machen mir sowieso zu blöde. Da muss ich nicht irgendwie, ja, Fan sein. Ich bin halt ganz anders. Ich bin ein Helfer und ein Unterstützer. Und wenn sie keine Hilfe mehr brauchen, dann muss ich auch nicht mehr die Leute unterstützen. Ich habe anders zu tun, oder? Ich bin ja eigentlich ständig beschäftigt mit Videos aufnehmen und hochladen und Livestream. Ja, ich habe einfach zu wenig Zeit. Das könnt ihr natürlich machen. Ihr könnt ganz groß unterstützen, ihr könnt ganz kleine unterstützen. Leute, die wirklich gar keine Zuneigung haben, unterstützen. Das kann ich jetzt nicht immer. Zum Beispiel Killerkaninchen tue ich unterstützen, weil sie, Oku Live spielt. Aber die anderen Projekte schaue ich von ihr auch nicht. Vielleicht manchmal ein bisschen Sims, weil es ein bisschen lustig ist. Aber sonst, ja, so, was ist Star Stable und so Sachen, so Pferdespiele, schaue ich natürlich nicht. Das ist ja eher so ein kindlicher YouTuberin. Ja, nicht gerade sonst mein Geschmack. Aber Hoku Life, natürlich schon mein Spiel. Ich wollte schon immer einen Animal Crossing Klon. War ja 2003 am Animal Crossing Spiel, das Original. Und ich liebte es damals, das war, blieb mir einfach im Kopf, wo ich damals schon ein bisschen älter war. Damals war ich 15 Jahre alt. Ja, war schon ein bisschen älter. Ja? Weiß nicht für was, für welche Zielgruppe dieses Spiel ungefähr gemacht wird, aber eher für 10-Jährige, ja, sagen wir 12- bis 13-Jährige. So, wir haben 18 schon. Okay, wir haben mehr als wir dachten. Dann gehen wir direkt ins Nether. Hä? Kurz nochmals hier oben schauen. Ein Spiel. Sehr gut getan mit dem dunklen Cocktailmuster. So.
das ist auch was schade. Jo. Also. Dann gehen wir wieder nach oben. Und danach in den Leifach. Gold brauche ich jetzt nicht mitzunehmen. Ja, okay, da ist Gold. Okay, das Wasser ist doch nicht weg. Sehr gut. Aber einfach ein Lava, ein Stein von dran gewachsen. Ah, genau, und die da könnte ich ja noch ein paar mehr mitnehmen. So. Ich habe eine Idee gefunden, wie man die implementieren soll. Könnte. Oh, nochmals Diamanten. Heftigst, aber immer nur ein Mist. Ne, das ist keine Wende, ne. Okay. Sehr schön. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Wow. Noch ein bisschen. Ja, wir haben noch einen Slot. Redstone. Auch Level. Wow. Dann gehen wir wieder rein in den Stollen. So. Prima. Wunderbar. Ja, das tut mich wirklich freuen. So, jetzt müssen wir einfach noch einige Zeit nach oben klettern, aber Leitern klettern ist doch natürlich wirklich sehr spannend. Also das meiste Motivierende ist die erhöhte Baugrenze und die vertiefte Baugrenze. Ist mega motivierend. Also ich könnte mir vorstellen, ein gigantisches Ninja-Haus zu bauen. Oben mit viel Holz und vielleicht dann auch Schnee zum Bauen. Ich würde gerne mal ein Haus mit Schnee machen. Ja, dann machen wir das so hoch wie möglich, mega Schnee. Ja, wir haben ja Zeit und ich schaue, dass ich wieder mehr Videos hochladen kann von Minecraft. Auch mal von Isaltis wieder. Aber da habe ich einfach das Problem, dass ich nicht immer switchen kann. Ja. Naja. Okay, direkt schlafen. Und dann ab ins Portal. Ein Portal bauen. Das möchte ich gerne ein bisschen weiter weg. Blöde Portal macht halt einen Lärm. Einen Saulärm. So. Also. Also das, Eisen, Lowstone, River. Guten Tag, sind Sie der Herr Friedzler? Okay, hat uns kurz getroffen. Und irgendwo ist noch eine Spinne. Eieiei, wieso treffen dich und mich immer zuerst? Oh, der beste MC benutzt. jetzt habe ich ein bisschen wieder reingelegt. So. Warum brauche ich jetzt gerade nicht? Also. Ich denke. Dort drüben wäre eine gute Position. Zum Beispiel hier. So hier davor. Ja. Okay, jetzt brauche ich irgendwie Holz. 1, 2, 3. Eins verklickt, weil ich ein bisschen zu früh gedrückt habe. So, jetzt haben wir das Feuerzeug schon. Ja. Gut, dann gehen wir Sniffer. Okay, jetzt müssen wir das irgendwie merken. Ja, wir müssen es besonders merken.
Okay, genau, direkt ein Gast. Okay, können wir das anzeigen lassen? So. MC Calls. Also 131, Header 131. 93 minus 2. So. Direkt. So. Ich möchte gerne beim Gast nicht vorbei. Ich weiß genau, dem Google Mobility So, was, die anderen Sachen kann ich anders. Keep Inventory werde ich jetzt mal nicht anmachen. Als Challenge. Ja, eigentlich weiß ich immer wieder passiert, doch. So brennt ja viel. Der brennt leider zu viel. Ich bin eben einer, der Let's Play, Roleplay Let's Play macht, also Roleplay, und dann kann ich nicht immer so mega gut sitzen. Okay. Ja, die machen Schaden. Ich bin es gar nicht mehr so gewöhnt, so viel Schaden zu bekommen. Und Skeletten. Tja, wie 1 mit 12 mit Mods gespielt. Ja, ich habe erst letztens wieder ein Modpack ausprobiert. Und ja, es war richtig geil. Aber es fehlt halt schon viel. Es ist viel dazugekommen. Und im 1.12.2 sind einfach die besten, meisten Mods. Modpacks. Die besten Modpacks waren von 1.12.2. Und den mal ausprobieren. Okay, ich habe aber gelockt. Okay, der Gast ist weg. Dort haben wir Glowstone. Dann. Okay, da das Sand noch mitnehmen. 10 Erde, 10 Erde. Also die machen sehr viel Schaden, also aufpassen. Abmarschschleime. Das sind Riders. Rider oder so. Sind eigentlich nette Tiere. Okay, die tun Fäden droppen. Okay, leider haben wir das Glowstone gerade so gut rankommen. Okay, muss mal irgendwo farmen. Ein Skelett erwischen. Okay. So, jetzt können wir ein bisschen farmen. Glowstone. Ich kann das auch so ein bisschen machen, dass es aussieht wie ein Berg, aber das ist natürlich ja, Eis und Steine nötig zum Bauen. Aber da können wir das Glowstone dann auch verwenden, um
Berg bauen. Machen wir einfach so ein bisschen Berg. Einen ja, künstlichen Berg. Der dann hoffentlich auch sehr unkünstlich aussieht. Werden wir dann sehen. Also ich habe mir ja schon recht viele Gedanken gemacht. Aber auf den Berg bin ich jetzt erst gekommen. So. So langsam habe ich die Steuern auch wieder ein bisschen mehr draußen. Jetzt haben wir einfach die falschen Biome. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Quarz, was besser erreichbar ist. Ein bisschen Steinblöcke vielleicht abbauen. Oh nein, Skelett im Soulsend sind jetzt nicht so gut. Da brauchen wir Seelenläufer. Ja, ein komisches Geräusch. Oh Gott, ich bin schon. So, da haben wir das Quarz. Prima. Haben wir irgendwo noch mehr? Nö. Gut, das Glowstone würde ich schon gerne auch nochmal mitnehmen. Und wir haben hier viel Lava unten. Links. Abbauen. Leider überall das gleiche Biom. Ja, das Skelett. Wir machen einfach zu viel Schaden noch. Haben wir Eisen? Ja, ein bisschen Eisen. Eben im Rollenspiel sollte man halt nicht so viel Ding bekommen. Schaden bekommen. Macht sich nicht so, oder? Ja, man fühlt ja auch ein bisschen mit dem Charakter. Ja. Diese Knochenblöcke Blöcke möchte ich dann auch gerne irgendwo verwenden. Im Haus oder am Haus. Ich habe ein bisschen eine Idee. Damit es ein bisschen Inscha-artiger aussieht. Habe eine Idee. Wie sieht den Knochenblöcke noch aus? Wie eine Klinge. Wir könnten ein paar Ninja-Schwerter, also weiß ich gerade den Namen nicht. Es gibt ja die Nakisaki, das sind die Speere mit Schwertern dran. Und die kleinen sind Wakatsashi, genau, Wakatsashi. Ja, so Wakatsashi am Haus anbringen, wäre nicht schlechte Idee. Also brauchen wir ein paar mehr. Haben wir doch schon mal genügend. Wir suchen einfach eine nette Festung. Das erste, was ich eigentlich finden möchte. Hier haben wir sehr viel blaues Feuer, aber das kann man, glaube ich, gar nicht mitnehmen, oder? Irgendwie mitnehmen. Wir brauchen einfach diesen Seensand. Haben wir noch ein paar mehr ab. Sehen, Erde brauchen wir. Ich glaube, Sehen, Sand geht auch. Da brauchen wir ein bisschen mehr. So, das reicht. Ne? Ist sehr cool, die neuen atmosphärischen Sounds. Wahrscheinlich auch Musik eher. Sehr motivierend. Die Skelette bei mir jetzt. Es ist schön, dass man hier nicht so langsam ist auf der Seelenerde. Ja. Wo haben wir denn irgendwo eine Festung? Dass wir null Festungen haben. Irgendwie wurden die viel seltener, kann das sein? Haben wir hier eine Festung? Eine Festung? Eine? Nein, ich will doch treffen. Ah, Mann. Ich will noch treffen. Yes! Das ist cool. Weil genau das war die Chance. Das ist eine für mich am schwierigsten Achievements und ich habe es direkt bekommen. Also Achievements, die schwierig sind, die sind einfach diese Violetten.
Und eines davon haben wir gemacht. Was ist die schwierigste Challenge? Wahrscheinlich alle Schallplatten oder so finden, gibt es, glaube ich, als Challenge. Ja. Auf jeden Fall sehr schwer. Wir versuchen mal in die Richtung zu gehen. Wo sind denn eigentlich diese Piglins? Schade, nichts. Okay, ein bisschen Quarz noch abbauen. Ja, jetzt haben wir auch wieder zwei Level gemacht. Das ist natürlich schon sehr viel Freude. Aber ihr merkt vielleicht ein bisschen die Anspannung. Alles relativ neu für mich wieder. So viel getan im Nether. War, glaube ich, das 1.16 Update mit dem Nether. Das habe ich jetzt auch noch nicht so viel gespielt. Aber auf dem Dämonenschnitzel-Server. Ja. Okay, ja. Jo. Gar noch nicht so viel Netherrack. Wie heißen die auf Deutsch? Ach, Netherrack? Viel Quarz. Jo. Wir haben ja Anfangs Let's Play meine ich, ja gesagt, wir werden nachher das mit Quarz bauen. Und jo. Ich werde mir noch mehr Gedanken machen. Was denn genau? Ah ja, genau, die Dorfbewohnerhäuser. Genau. Was der Baustil wird sein oder so, habe ich jetzt mir aber noch festgelegt. Dann auch mal ein römisches Haus bauen, ist ja viel Quarz. Griechisches Haus. Ja, ich weiß nicht, Mazedonien haben wir wahrscheinlich auch was verwendet. Ja. Gut, also. Dachte, da werden mehr Quarz. Alles hat das links, nehmen wir jetzt mal nicht mit. Das jetzt, das ist immer im Weg. Genau, durch mich geschossen oder ein bisschen zu seitwärts. Okay. Also, was haben wir denn? Da links noch. Okay, Ghasts sind sehr häufig. Jetzt ist schon der dritte Ghast. Ja, die sind halt einfach ohne Mob-Griefing auszustehen, einfach böse. Die machen die ganze Natur hier kaputt. Okay, Natur ist es. Die ganze Gegend hier. Und sie schießen halt auch immer so ungezielt. Also, wenn ich jetzt etwas sagen soll, welches Monster am wenig gut zielt, dann ist es ein Ghast. Ach wahr. Oder eine Lohe. Auf jeden Fall, ey, die ganze Zeit irgendwas zu zerstören, wo sie eigentlich uns treffen können, wenn ich ausweichen. Und ein bisschen komisch. Okay, hier haben wir Piglins, wir haben auch keine Gold. Ja, wir haben keine Goldsachen. Könnten also uns jetzt angreifen. Okay. Vielleicht mal irgendwo hier runter zu gehen, aber ich möchte jetzt auch nicht zu weit weg vom Portal sein. Weiß nicht, aber der Nebel ist auch ein bisschen dicht. Noch so. Und es ist schlimm. Weit sieht man trotzdem nicht. Obwohl ich auf 31 oder so habe. 32. Sichtweite ist sie schon relativ gering im Nebel. Aber durch den Nebel.
Okay, dachte schon, Pikmin kommt. So, hier oben müsste doch irgendwo altes sein. Also Gold haben wir gefunden, das erste. Jetzt sind wir immerhin in einem Umbruchsdach gibt. Hat nur die Gold, Taler, heißen sie? Goldklumpen, genau. Aber dafür können wir dann gleich 9 Stück, können wir einen Goldbahn herstellen. Mit denen möchte ich gerne dann auch handeln. Müssen sie vielleicht ein bisschen einsperren. Nicht immer davonlaufen, dass wir uns anschießen können. Ja. So, 5 Stück können wir schon mal ertraden. Okay. So, Schwarzstein brauchen wir jetzt noch nicht. Nehmen wir jetzt noch nicht mit. Aber wir haben auch einen Schwarzstein haben wir aber irgendwie abgebaut. Okay, gerade wieder dieses Biom nötigen. Okay. Ich dachte nur, es geht hier durch. Ja, ich möchte auch mit dem Schwarzstein schon warm. Da haben. Da können wir auch sehr gute Verzierungen machen. Zum Beispiel manche Wege möchte ich gerne ein bisschen detaillierter machen und deshalb brauchen wir Schwarzstein auch. So. Also ich werde mir sehr viel Mühe machen bei der Dekoration und so weiter. Und eben das Haus, das wird wirklich ein bisschen ungerade unten sein, oder? Also Häuser also nicht immer auf einer flachen Ebene bauen, ist sehr wichtig in der Baukunst. Eine der High-End-Disziplinen baut so, dass es ja, realistisch aussieht. Und realistisch heißt, nicht gerade so auf dem Boden oder so bauen, sondern auch mal in die Lüfte. Was zum Beispiel auch. Jo, wie viele von euch haben schon öfters auf in einem Sumpf gebaut? Das ist eine der unbeliebtesten Biome zum Bauen, oder? Ich habe noch kaum jemanden gesehen, der gerne im Sumpf gebaut hat. Also auf Servern habe ich noch nie ein Sumpfhaus gesehen. Macht schon seit ungefähr 12 Jahren jetzt. Wir wieder selber gehabt und auf Servern gewesen. Ich hatte nie ein Sumpfhaus gesehen. Also kein einziges. Außer in einem, ja genau, in einem meiner Server, Wild natürlich hieß der von 2017. Da haben wir angefangen, aber richtig gebaut haben wir nie. So, und leider schon wieder out of Essen, also Sättigung. Die Töne. Ah, ich liebe diese Blöcke, die haben sich wirklich sehr gut auch immer wieder ein bisschen erweitert. Also, ich glaube, sie wurden mal optisch überarbeitet und eben vom Ton auch her was geupdatet. Gott, schick mich doch nicht so. Okay, wir brauchen unbedingt Piglins. Waren doch, glaube ich, keine Piglins, oder? Auf jeden Fall sind sie weg. Okay. Da vorne haben wir auch ein Schwein. Ein Zombie-Schwein. Zombie-Zombie-Schweinchen. Zombie-Schweinchen. Komm zu mir. So, wir haben sehr viele Goldklumpen. Alles doch mal. Gold machen und dann mal traden. Ja, das müsste vielleicht irgendwo in der Nähe vom Portal sein. Jetzt gehen wir zurück zum Portal. Ich weiß noch genau, wo das ist. Ja, das merke ich, ob ich es mal brauche. Ja,
Ich kann nicht gut angreifen. Okay, lassen wir. So, gehen wir dort durch, wenn es besten geht, was nicht verlangsamt. Ja, Soul Sand ist natürlich schon ein bisschen nervig, wenn es so ultra langsam macht. Okay, gehen wir doch hier drüber. Ja. Liebe, oh Gott. Habt ihr es gesehen, wie ich nach links geritten bin? Obwohl ich noch nicht nach links gedrückt habe, das war ja ganz knapp. Wenn ich runtergefallen wäre, oh Gott. Ram in die Lava oder so, hätte ich nicht gerne gefallen. So. Also hier rechts war das Portal in einer Schlucht. Oh, nicht schon wieder ein Gast. Ja auch. Wie viele Ghasts spawnen hier? Eieieiei. Okay, hier haben wir eine Fackel platziert. Das ist schrecken. Wir gehen jetzt hier runter. Laden uns vielleicht nochmals nach links. Ja, heftigst. So viele Ghasts. Also eben, ich musste das einfach. Musste es einfach machen, weil. Ich bin jetzt nicht gerade der, der am liebsten irgendwelche Sachen von Monstern zerstören lässt. Ja. Ich würde sonst fluchen, weil ich mag einfach. Ich will Sachen, die das Spiel generiert, nicht gut werden. Ja, nur selber abbauen. Nicht mit TNT oder mit Kreaturen überall zerstören. Weil ich bin mal wirklich auch aktiv gewesen. Immer wieder, wo Spiele einfach immer alles von Creepern zerstören ließen. Ich musste dann wirklich etwas sagen, was machen gegen die Leute. Und dann hört es auf. Wenn es wirklich aktiv auf Servern sagt, dann hören sie auf. Aber sonst machen kaum Spiele Mühe, nicht mal eine Version von einem Creeper zu verursachen. Ja. Ja, was soll ich machen? Ich habe keinen Bogen noch. Also hier irgendwo war das Portal. Dann Mist, wie langsam man ist. Das sind wirklich schlimme Biome. Nur hier ist das Portal. Ich bin in die Schlucht. Nein. Okay, dann müssen wir doch mal noch kurz die Koordinaten aufmachen. So 131 und minus 140. In die Richtung. Richtung. Hier nicht. Hä? Ah, das muss ich wieder ausmachen. Das tut einfach viel zu viel bedeckt. Wieso machen Sie noch mehr Informationen F3? Man kann hier so machen, dass man irgendwie dreimal hintereinander F3 drücken muss, damit noch mehr auftauchen, aber nicht so viel auf einmal. Das ist nichts für mich, ey. Also es muss ungefähr hier sein. Ja, ja. Hier. Gut, dann haben wir gefunden. In einer dieser Schlucht. Ich glaube, es ist sogar hier. Bisschen weiter noch. Okay. Dankeschön. Nein, oh Gott, nicht hüpfen. 131. 31 minus 100. Hier wieder. Okay, hier unten ist es ja nicht, ne? Hier. Ja. Gut, dann haben wir es.
Ja. Jo. Dann sind wir ja erfolgreich zurückgekehrt. Jetzt müssen wir einfach noch die anderen Netherbiome finden, was die Piglins gibt. Okay. Und einfach die Sachen. Nein. Sollte das gar nicht unbedingt hier drin sein. Item mal rein tun. Harz. Und ein Gold. Rüstung. Nicht Gold, das ist doch nicht Gold. Das sieht ganz anders aus. So. Ja. Schauen wir noch mal einen neuen Fisch. Jetzt aber ein Ding noch haben. Also einen Eimer noch füllen. Sieht halt nicht so viel. Weit. Okay, jetzt momentan sind keine Fische hier. Schade. Aber wenn ich manchmal angle, ja, ich werde auf jeden Fall auf dem nächsten Part noch einen Fisch angeln. Schauen wir mal kurz. Hier könnten wir zum Beispiel die Ohre durchmachen ins Dorf. Das Dorf war irgendwo hier drüben, gell? Okay. Naja, ein bisschen weit weg, also wir brauchen sehr viele Schienen. Also eine Eisengolem zuerst, eine Eisengolem-Farm zuerst bauen im Dorf. Jo, ich werde mal eine machen, weil ich nicht gerade im Video eine Dorfbewohner-Farm bauen kann. Weil ich da ein bisschen mehr. Also ich will eine optimale bauen, also wirklich eine kompakte, optimale Eisengolem-Farm. Genau, und das werde ich dann vielleicht über den nächsten Part oder über den nächsten Part dann machen. Genau, und dann machen wir irgendwann mal ein Aquarium noch, wenn wir im Haus weiter sind. Sehr gut. So, jetzt 47 Minuten. Tun wir noch ein paar Sachen farmen. Und ich weiß nicht, ob ich Sorgen habe. Der Hausbau geht vielleicht nächsten Part dann. Ich werde mir noch Tiere holen. Ich werde Zäune machen jetzt noch in diesem Part und dann hole ich mir Tiere. Dann sind die Tiere dann in der Umzählung. Die wir jetzt dann bauen. So, dafür brauchen wir wieder viel Holz. Haben wir noch irgendwas? Viel. Ja, Schwarzeichenholz. Viel. Tropenholz habe ich noch viel. Okay. So, und aus dem machen wir Sticks. Sticks in die Mitte. So, und noch mehr Sticks. So, ziemlich gut. Also, dann machen wir mal die erste Umzählung für Kühe. Die brauchen wir dringendst. So. Also ich werde, damit wir auch ein bisschen mehr vorwärts kommen, auf dieses Farming, auch das Mining mal nicht im Let's Play bringen. Und schön. Ja. Dazwischen. Vielleicht in Livestreams auch bringen. Ja, wir werden sehen. Wir hier eine schöne Weide. Auch wieder ein bisschen weniger gerade. Hä? So, dann machen wir noch ein Ding drüber. Ein Baum ist auch noch drin, sehr schön. So. Genau. Also, ich brauche noch Lichter. Obwohl,
aber Leder brauche ich für ja, von den Kühen. So, und jetzt machen wir einfach Teppiche. Und dann machen wir in diese Richtung nochmals auf. Kommen hier schon rein. So. Prima. Ziemlich gut. Okay. Prima. Also. Okay, ich werde noch ein bisschen Schwarzeichen farmen. Dschungelholz. Und das war's. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Blaubwasser. Tschüss!